Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Transformatoren sind unser Thema. Da wir ein Maschinenbauer sind, will ich einen kleinen Vergleich anstellen, und zwar zwischen einem Transformator und einem Getriebe. Ich glaube, dann kann man sich besser vorstellen, was die Äquivalenzen sind. Ja, also die schauen wir uns das einfach an. Ja, also ich habe zwei Sachen hier aufgezeichnet. Wie gesagt, also das gibt den Transformator und es gibt das Getriebe. Und wir haben ja schon bereits erwähnt, dass es sich um eine Art Übersetzung handelt beim Transformator. Ich habe schon die entsprechend zusammengehörigen Größen da versucht, etwas einzuzeichnen. Also beim Transformator haben wir das Übersetzungsverhältnis Ü. Und das Übersetzungsverhältnis Ü ist ja gewesen U1. Zu U2. Da rühm hast du es nicht Ü, da hast du es I. Ja? Und auch dort ist es praktisch das Übersetzungsverhältnis zwischen den Drehzahlen, also N1 zu N2. Ah, genauso. Ja? Wir haben auch noch gesehen, dass dieses Ü ja praktisch auch in den Strömen drinnen steckt hier, ja? Nur umgekehrt, das heißt das Ü ist auch I2 zu I1. Genauso ist das Übersetzungsverhältnis hier in den Momenten drinnen. Ja? Das I ist M2 zu M1. Wie sind wir da drauf eigentlich gekommen? Und zwar über die Leistungsfeststellungen. Ja, wir haben gesagt, okay, das P1 ist U1 mal I1. Wie groß ist hier das P1? Das ist M1 mal Omega 1, M mal Omega, P ist M mal Omega, gell? Und Omega ist ein NP30stel. Also das ist praktisch die Drehzahl. Nur halt nicht in Umdrehung pro Sekunde oder pro Minute, sondern in Rad pro Sekunde. P1, dann haben wir natürlich nur das P2. Das ist U2 mal I2. Hier die Leistung auf der Welle 2 M2 mal Omega 2, ja. Und hier haben wir gesagt, die Leistung bleibt ungefähr konstant, P1 ist ungefähr gleich P2, und auch hier ist es so, ja. P1 ist ungefähr gleich P2. Daher kommt es. Wenn sich die Drehzahl verdoppelt, muss ich das Moment halbieren, dass das gleich bleibt. Genauso ist es hier. Wenn sich die Spannung verdoppelt, muss sich der Strom halbieren, dass die Leistung gleich bleibt. Ja, also wir sehen, es ist äquivalent. Es ist sogar so weit äquivalent, wir haben es da gesagt, okay, wenn da hinten praktisch ein Widerstand dranhängt, ja, ein R2, und wie schaut der R2 aus auf der Eingangsseite? Dann haben wir gesagt, der R2' ja, ist gleich Ü² mal R2. Ja. Jetzt überlegen wir uns, was das Äquivalent ist zu einem Widerstand, also zu einem so widerstrebend praktisch. Da habe ich da rüben, habe ich irgendwas, was ich antreibe, ja. Also ich jetzt eine Massenscheibe ein. Und das ist das I2 da, ja? Ein Massenträgheitsmoment, Rotationsmassenträgheitsmoment. Ja? Und da haben wir auch das I2, ja? Dort hast du nicht Strich, sondern hast du praktisch, aber ich zeichne das jetzt aber mit Strich ein. Das redet das, zack, 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 spiegelt sich praktisch darüber und das spiegelt sich hier rüber. Auf der Seite ist er der R2' und da ist das
I2', hier heißt es reduziertes Massendrehjahrsmoment, gell? Und das ist genauso dieses I² mal I2, ja? Das ist genau das Gleiche, das ist sicher reduziert, hier ist reduziertes. Massenträgheitsmoment. Ja? Also wie schaut praktisch, also wenn wir da eine Antriebsmaschine haben, wie schaut praktisch dieses Ding-Teil, was ich antreibe, von meiner Antriebsseite aus? Und das ist ja genau das Gleiche hier. Ja? Wie schaut eine Last, die hinter dem elektrischen Getriebe, hinter dem Transformator liegt, aus für meine Energiequelle? Wir sehen, das ist wirklich äquivalent zu betrachten. Man muss halt nur ein bisschen überlegen, was sind die richtigen Größen, aber das kommt eigentlich aus der Leistung heraus, gell? Ja. Aber ich hoffe, man kann sich das jetzt besser vorstellen. Und als Maschinenbauer wissen wir natürlich, so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Ich habe natürlich irgendwelche Verluste. Es gibt da drinnen Reibungen, es gibt da drinnen. Also es kommt da nicht das theoretische Moment drüber an und die theoretische Leistung. Ich habe einen gewissen Verlust, einen gewissen Wirkungsgrad. Zahnräder haben Reibungen und so weiter. Ja, genauso ist es natürlich hier. Genauso ist es natürlich beim Transformator. Es kommt auch nicht die ganze Leistung auf der anderen Seite an, die ich auf der einen Seite hineinschiebe. Warum und wieso? Das wollen wir uns im nächsten Video ansehen. Ja? Da werden wir uns nämlich überlegen, wie können wir so einen Transformator modellieren, als Ersatzschaltbild darstellen. Ja? Ich meine, so ein Trafo, Getriebe wird warm, Trafo wird auch warm. Ja? Also es gibt Verluste. Wie können wir uns das vorstellen? Das werden wir uns im nächsten Video ansehen. Für dieses Mal hoffe ich, bei der Vorstellung etwas gedient zu haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.